Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Einen guten Freund zu haben, das wünscht sich sicherlich jeder von uns. Und wenn wir jemanden gut kennen und ihm vertrauen, dann darf der oder diejenige uns auch mal mit unbequemen Fragen konfrontieren. Aber was ist, wenn die Ansichten eines Freundes meine ganze Weltsicht auf den Kopf stellen? Unser Thema heute: Ein Freund hat mich von seinem Glauben überzeugt. Mohammed Faridi wächst im Iran auf. Als überzeugter Moslem hält er sich streng an den Koran und richtet sein Leben daran aus. Doch eines Tages bringt ein alter Freund Mohammeds Weltbild durcheinander. Was dieser Freund nicht ahnt, Mohammed leidet seit Jahren an einer Ungewissheit, die ihn nicht loslässt. Nobody knows. Keiner weiß, tue ich genug? Es gibt keine Garantie, keine Gewissheit. Dieser Druck ist einem immer und überall bewusst als Moslem. Für Mohammad Faridis streng schiitische Familie im Iran gab es nur eines im Leben. Es war meine Aufgabe als Moslem, einen Gott zufriedenzustellen, den ich nicht kannte und nicht kennen konnte. Alles, was ich tat, was ich las, studierte, hatte nur dieses eine Ziel. Er sollte mit mir zufrieden sein und mich gutheißen. Seit er klein war, betete und fastete er und lernte den Koran auswendig. Weil der Glaube sagt, wenn du den Koran auswendig kannst, kannst du nicht in der Hölle landen. Denn die Verse des Koran sind ewig und rein. Wenn man sie im Geiste hat, dann brennt man nicht in der Hölle. Ich hatte permanent Angst. Als Teenager begann er mit Selbstgeißelungen, um Allahs Anerkennung zu gewinnen. Wir hatten Ketten. Wir hatten Schwerter, mit denen wir uns schlugen, um uns für unsere Sünden zu bestrafen und zu zeigen, wie leid es uns tut. Es gab nur einen sicheren Weg ins Paradies. Die einzige Garantie ist laut Aussage des Koran der Dschihad und das Töten. Oder wenn man getötet wird im Namen des Islam. Das ist die einzige Garantie in der Lehre des Islam. Auf diese Garantie hoffend, ging Mohammad nach der Highschool zum zweijährigen Militärdienst. Doch es kam nicht zum Krieg, und als seine Zeit bei der Armee endete, war Mohammad frustriert und deprimiert. Als Moslem Selbstmord zu begehen, brächte mich definitiv in die Hölle. Doch damals lebte ich schon in der Hölle. Und wenn ich mich umbrachte, wäre ich auch dort. Ich war gefangen und steckte total fest. Eines Tages traf er einen Freund aus Highschool-Tagen. Mohammad bemerkte sofort, dass sich an ihm etwas verändert hatte. Er wirkte sehr mild und friedlich. Das beschäftigte mich so, dass ich ihn fragte: Was ist heute los mit dir? Irgendetwas ist anders. Dann sagte er, dass er Christ geworden sei. Und er erzählte mir von der Güte Gottes und der Liebe Gottes. Und wie seine Beziehung zu Gott durch Jesus sein Leben verändert hatte. Ich wollte mich rechtfertigen und seine Sicht widerlegen. Aber nach 2 Stunden heftiger Diskussion klang ich nur noch wie das Echo unseres Imams in der Moschee. Es gab nichts, was mir als Moslem einen echten Halt gab. Denn ich kannte Gott nicht. Aber wie mein Freund über Jesus sprach, wirkte es, als ob er über einen Freund redete, einen persönlichen Gott, den er tatsächlich kannte. Ich war verzweifelt. Und ich fiel auf die Knie und fragte ihn: Was muss ich tun, um ihn zu empfangen? All das, was ich als Moslem selbst tun konnte, mich schlagen, mich verletzen, mein eigenes Blut vergießen, ein Opfer werden? Und er sagte: Alles ist schon vollbracht durch Jesus Christus. Wenn du ihm glaubst, lebst du ewig. Es klang so einfach. Aber es war die großartigste und beste Nachricht in meinem ganzen Leben. Mohammad begann eine persönliche Beziehung zu Gott, wie er sie sich immer gewünscht hatte. Es gab etwas in mir, womit ich immer auf Kriegsfuß stand, was mich immer rastlos gemacht hatte, was wie ein Krebs war, der mich belastete. Ich hatte nie Ruhe.
In dem Moment, als ich mein Versprechen gab, als ich betete, da verschwand dies endlich aus mir. Und zum ersten Mal in meinem Leben war in mir Frieden. Mohammed war begeistert, aber er sorgte sich, wie er dies seiner Familie sagen sollte. Laut Scharia hätten sie dann das Recht, ihn zu töten. Ich musste wählen zwischen meiner Familie und meiner himmlischen Familie. Und ich habe es abgewogen und sagte, ich entscheide mich für die himmlische Familie. Egal, was passiert. Er erzählte es seiner Familie und sie versuchte, ihn wieder vom Islam zu überzeugen. Doch Mohammed war sicher, dass Jesus der einzig wahre Gott war. Je mehr ich las im Neuen Testament, in den Evangelien, desto mehr erfüllte es mich. Desto mehr sprachen die Texte zu mir. Die nächsten 2 Jahre besuchte er Untergrundkirchen und wuchs im Glauben. Dann musste er aus Angst um sein Leben in die Türkei fliehen. Es dauerte 3 Jahre, bis ihm die USA Asyl wegen religiöser Verfolgung bewilligten. Gott ist ein guter Gott. Und was er getan hat durch Jesus Christus für uns, das ändert unser Leben hier und in Ewigkeit. Sodass wir vor Gott bestehen, weil wir Kinder des himmlischen Vaters sind. Heute nutzt Mohammed jede Gelegenheit, anderen über seine Beziehung mit Gott zu erzählen. Als Moslem war ich ein sehr unsicherer Mensch. Aber seit ich erfahren habe und verstanden habe, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, so eine Liebe und so eine Hoffnung kannst du nirgends sonst finden, vor allem nicht im Islam. Lange Zeit war Mohammed Faridi auf der Suche nach Liebe und Anerkennung, bis ein Freund ihm neue Hoffnung gab. Auch Karim Shamsi Bashas Leben ist seit Jahren von Angst und Unsicherheit geprägt. Auf die Tipps seines Freundes kann er sich dennoch nicht einlassen. Aber die Sehnsucht nach Liebe bleibt. Allahu Akbar, Allah. I wanted a God. Ich wollte einen Gott, der mich liebt und den ich liebe. Der Gott des Islam liebt dich zwar und du ihn auch, aber für Errettung gibt es keine Garantie. Man fürchtet Gott, weil er sehr mächtig ist. Karim Shamsi Bascha wuchs in einer muslimischen Familie in Syrien, Damaskus, auf. Sein Gottesbild war voller Angst und Ungewissheit. Aber er sehnte sich nach der Liebe und Gnade Gottes, die er bei seinem Freund Manir sah, der Christ war. Manir hatte eine Freiheit, die ich nicht haben konnte, aber so sehr wollte. Zugleich hatte ich Angst, diesen Gedanken überhaupt zuzulassen. Man darf so etwas nicht mal denken. Er zog nach Amerika und studierte an der Universität von Tennessee. Dort bekam er mehr Kontakt zum Christentum. Ich hatte ein paar Freunde, die mich fragten, hast du schon mal überlegt, Christ zu werden? Ich, auf keinen Fall. Man würde mich töten. Man verlässt den Islam nicht, das wäre sehr gefährlich. Die Konsequenzen sind enorm. Nach der Uni wurde er Fotograf. Während eines Auftragsjobs in Alabama bekam Karim eine Hirnblutung. Ich bekam Kopfweh und Sekunden später explodierte etwas in meinem Kopf. Ich schloss die Augen, damit sie nicht rausfielen. Ich schrie und fiel zu Boden. Danach war ich 3 Wochen im Koma. Nancy McCracken war seine Physiotherapeutin. In seinem Gehirn gab es eine schwache Arterie. Die ist gerissen und das Blut lief in das umliegende Hirngewebe. Karims Genesung überraschte sein gesamtes Ärzteteam. Mein Neurologe, Dr. Randolph George, das letzte Mal legte er mir die Hand auf die Schulter. Finden Sie heraus, warum Sie überlebt haben. Ich mache das hier seit Jahren und ich habe sowas noch nie gesehen. Ich dachte, okay, ich lebe, aber warum? Leute meinten, Gott hätte mich gerettet, um durch mich seine Liebe zu zeigen. Er las das Johannesevangelium und traf sich mit Pastoren, um über seine Genesung und das Christentum zu sprechen. Da gab es Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich.
Ich schloss die Bibel und dachte nach. Das geht nicht, denn ich kann nicht zum Vater gehen, wenn meine Familie nicht mitkommt. Ich kann sie nicht verlassen. Was wird aus ihnen? Dann forderte ein Freund ihn auf, seine Familie loszulassen und in Gottes Hand zu legen. Aber was ist mit meiner Familie? Er meinte, Gott wird sich um sie kümmern, aber du musst das zwischen dir und Jesus klären. Ich begann zu weinen. Und 3 Tage später war ich wiedergeboren. Endlich. Der Weg zu der Liebe, die ich immer gesucht hatte, war offen, frei. Der Gott, den ich schon wollte, als ich noch jung war, jetzt lebt er in mir. Es ist einfach phänomenal. Karims Familie ist weiterhin muslimisch. Er selbst hat ein Buch geschrieben über seinen Weg vom Islam zu Gott. Darin fordert er Menschen jeden Glaubens auf, Jesus als Retter anzunehmen. Die Kraft der Erlösung ist wundervoll. Diese Gnade, diese Einfachheit, dass es ein Geschenk ist, man es sich nicht erarbeiten muss. Muslime arbeiten so viel daran, sich als würdig zu erweisen. Warum arbeitet man so hart für einen Gott, vor dem man Angst hat, der weit weg ist, mit dem man nicht reden kann? Man kann Gott im Herzen haben, Gott, der einen bedingungslos liebt. So liebt uns Gott, wie ein Vater seinen Sohn. Warum sollte man irgendwas anderes wollen? Als erwachsener Mann hat Karim die Art von Liebe gefunden, nach der er sich schon als Kind gesehnt hatte. Dafür brauchte es ein Wunder und einen Freund, der ihm neue Perspektive geben konnte. Auch Nabil Qureshi brauchte einen solchen Freund, denn er haderte mit seiner Religion, von der er gleichzeitig zutiefst überzeugt war. Ich hatte wirklich schwer, damit zu kämpfen, denn zu dieser Zeit wurde die Debatte, ob der Islam eine friedliche Religion sei, mit eindeutigen Bildern konfrontiert. Von Leuten, die ermordet worden waren im Namen von Allah. Seit seiner Kindheit war Nabil Qureshi ein frommer Moslem. Er wuchs behütet auf. Seine Familie gehörte zu einer friedlichen Richtung des Islam. Der Slogan unserer Richtung war: Liebe für alle, Hass für niemanden. Ich wurde erzogen, jeden zu lieben. Nabil lebte seinen Glauben mit Eifer. Er betete 5-mal am Tag und lernte den Koran auf Englisch und Arabisch. Er wollte beweisen, dass der Islam der einzig wahre Glaube sei, vor allem gegenüber Christen. Wenn ich sie herausforderte, zur Verlässlichkeit der Bibel, zur Gottheit Jesu oder zur Kreuzigung oder der Trinität Gottes, hatten sie keine Antwort. Oder sie zogen sich zurück in den Bereich des Glaubens. Ich glaube nur aus Glauben. Und ich dachte dann, gut, du gebrauchst das Wort Glaube genauso wie ich das Wort Ignoranz. In seinem ersten Jahr an der Uni entdeckte er eine andere Seite seines Glaubens. Ich wollte eine Antwort, wie der Islam wirklich ist. Ist er das, was ich gelernt hatte, oder was diese Leute verbreiteten? Ich war sicher, dass ich recht hatte. Er war friedvoll. Aber wie konnte ich dann erklären, was man im Fernsehen sah? Er kämpfte monatelang mit diesen Bildern und Gedanken. Dann traf er David, einen Christen. So wie Nabil verteidigte er seinen Glauben mit Logik und Verstand. David gab mir viele Gründe, an die Bibel zu glauben. Gründe zu glauben, dass die Bibel nicht verändert worden war, dass es das inspirierte Wort Gottes ist, dass der Kanon der Bibel, die 66 Bücher, auch wirklich in die Bibel hineingehörten und keine anderen Bücher hinzugetan werden sollten. Er hatte über solche Dinge nachgedacht. Trotz ihrer Unterschiede wurden Nabil und David Freunde. Die folgenden 3 Jahre debattierten sie oft über Religion. Nabil hielt fest an seinem Glauben, doch er fand keine Argumente mehr. Wann immer ich ihm Gründe lieferte, fing er an, mir Dinge zu bedenken zu geben, die Mängel in meiner Argumentation. Es wurde noch deutlicher, wenn er die Bibel mit dem Koran verglich und die Lehren von Mohammed genau anschaute.
Es wurde mehr als klar, warum manche Menschen so brutal in der Ausübung des Islam sind. Die ursprünglichen Lehren von Mohammed sind der Grund. Es gibt einige sehr brutale Lehren in den Traditionen des Islam. Ich versuchte, den Islam zu verteidigen vor meinem christlichen Freund. Ich versuchte, ihm zu erklären, warum der Islam friedlich sei, warum Frauen gleiche Rechte hätten, all diese Sachen, von denen ich zutiefst überzeugt war. Nun musste ich mich verteidigen und ich versagte kläglich, denn es gab schlichtweg keine Verteidigung. Nabil sah als logisches Ergebnis, dass Jesus der Sohn Gottes sein müsste. Aber dies zuzugeben, ging gegen alles, woran er je geglaubt hatte. Die schlimmste Blasphemie im Islam ist, jemand anderes anzubeten als Allah. Allein die Möglichkeit, dass der Islam falsch liegen könnte, wäre eine Katastrophe. Das würde meine Welt erschüttern. Und so war es auch. Doch es trieb mich auch auf die Knie. Ich fragte Gott, wer bist du? Der muslimischen Tradition gemäß bat der Gott, ihm die Wahrheit in einem Traum zu zeigen. Gott schenkte ihm drei. Einer davon hatte einen tiefgreifenden Effekt. Ich stand an der Schwelle einer engen Tür. Sie war gerade breit und hoch genug für mich. Das quälendste Symbol in dem Traum war, wie eng die Tür war. Ich passte kaum hindurch. Auf der anderen Seite war ein Raum, in dem ein Festmahl vorbereitet war. Ich wusste, dass dieser Ort der Himmel ist. Ich wusste, dass ich in diesen Raum kommen musste, wenn ich in den Himmel wollte. Später las er eine Bibelstelle, die seine Träume bestätigte. Er war überzeugt, doch sein Weltbild wurde erschüttert. Auf der Suche nach Trost nahm er den Koran. Ich nahm den Koran und durchsuchte die Seiten. Es war eine bittere Erkenntnis, dass es im Koran keinen einzigen Vers gab, der konzipiert war, um Trost zu spenden. Also legte ich ihn weg und nahm die Bibel. Ich schlug Matthäus auf und es dauerte nicht lange, bis ich zu Kapitel 5 kam. Da steht, selig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Ich sagte, Gott, ich weiß, was ich tun soll, aber ich brauche noch Zeit zu trauern. In dem Moment verliebte ich mich in die Bibel. Mir war, als hätte Gott diese Worte speziell für mich geschrieben. Er wusste schon vor 2000 Jahren, dass ich in diesem Moment Trost brauchen würde und hinterließ mir diesen Vers bei Matthäus. Ich sagte, okay, dies ist echt. Dies hier ist das Wort Gottes. Glaube ist dort, wo man Wahrheit für sich findet. Und so fand ich schließlich durch die Bibel zu Jesus Christus. Nabil erzählte anderen von seinem neuen Glauben, auch seinen Eltern. Sie waren enttäuscht, aber sie lieben ihren Sohn weiterhin. Er betet, dass auch sie eines Tages Jesus annehmen. So they can know him. Damit sie ihn kennenlernen und mit ihm die Ewigkeit verbringen können. Wir alle zusammen in der Ewigkeit. Ich kann mir kaum vorstellen, auch nur mit meiner Familie zur Kirche zu gehen. Ich wünsche mir sehr, eines Tages gemeinsam mit meinen Eltern anzubeten. Ich mag nicht mal daran denken, denn es zerreißt mich innerlich. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat sogar den Tod besiegt. In diesem Leben geht es wirklich um das Leben. Es endet nicht mit dem Tod. Nichts ist befreiender als das. Nabil Qureshi war fest überzeugt von seinen Ansichten. Doch intensive Debatten mit einem Kommilitonen ließen Nabil schließlich umdenken. Wie wichtig ist für Sie, liebe Zuschauer, ein solcher Freund? Diskutieren Sie gern, auch über zentrale Fragen des Lebens? Oder ist es Ihnen wichtiger, immer auf einer Wellenlänge zu sein? Besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen Sie dort einen Kommentar zu dieser Sendung. Ja, die Menschen in unseren Geschichten heute, die standen vor zentralen Fragen ihres Lebens und wussten nicht mehr weiter. Sie haben erlebt, wie wichtig ein guter Freund in solchen Zeiten ist. Was die Bibel zum Wert von Freundschaften sagt, erzählt Ihnen jetzt Andreas. Es ist super, wenn man einen guten Freund oder eine gute Freundin hat. Das ist ein Geschenk. Was wären wir ohne diese vertrauensvollen und verlässlichen Beziehungen? Wo man einfach ehrlich ist, weil man sich nicht verstecken muss. Oft nehmen Freunde einen besonderen Platz in unserem Leben ein und haben, selbst wenn man verheiratet ist, neben dem Ehepartner ein besonderes Gewicht in unserem Leben. Was macht echte Freunde so wertvoll? Was zeichnet wahre Freundschaft aus? Für mich steht da das gewachsene Vertrauensverhältnis im Vordergrund. Irgendwie ist man zusammengewachsen. Es besteht eine sichere Bindung zwischen dem anderen und mir.
Ich stelle nicht in Frage, ob der andere zu mir steht. Deshalb sind echte Freundschaften auch von großer Ehrlichkeit gekennzeichnet. Man kann sich einfach nichts mehr vormachen, denn man kennt sich. Und so ist auch der Bibelvers aus Sprüche 27, Vers 6 zu verstehen. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Wahre Liebe und wahres Interesse an uns zeigt der, dem unser insgesamtes Wohlergehen am Herzen liegt und nicht der, der uns Honig in den Bart schmiert. Deshalb sind die Schläge des Freundes, also die unangenehme Konfrontation durch den Menschen, der uns nahe steht und der weiß, dass wir gerade Mist bauen, so wichtig. Das schmeckt uns dann in dem Moment zwar nicht, und doch zeigt der Freund durch das Wachrütteln größere Liebe als alle, die uns unser Ding machen lassen. Nichts sagen und dann auch noch denken, sie seien toll, weil sie uns diese individuelle Freiheit lassen und uns nicht reinreden. Diese beiden Ebenen, eine feste, vertrauensvolle Bindung und liebevolle Konfrontation mit der Wahrheit, die finde ich auch in meiner Beziehung zu Gott wieder. Mein himmlischer Vater nimmt mich an, wie ich bin, fordert mich aber durch sein Wort auch immer wieder ziemlich heraus. Wir sind also eingeladen, Freunde Gottes zu werden, wie auch Abraham es schon war, weil er Gott vertraute. Und Gott vertraute sich auch Abraham an. Lassen Sie uns beten. Herr, wir danken dir, dass du unser Freund sein willst und uns eine so vertraute Beziehung anbietest. Das ist richtig schön. Und ich möchte gern immer wieder und immer mehr mich darauf einlassen. Und hilf uns, auch auf menschlicher Ebene gute Freunde zu finden und auch für andere ein guter Freund zu sein. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Alleinerziehende haben es schwer, sich allein um die Kinder kümmern und gleichzeitig für den Lebensunterhalt der Familie sorgen. Das ist für alle Frauen und Männer, die ohne Partner leben, eine große Herausforderung. Auch für Kai aus Thailand ist es ein Kraftakt, allein für die Kinder zu sorgen. Und vom Staat gibt es keine Unterstützung. Als alleinerziehende Mutter hat es die 38-jährige Kai schwer, für ihre Familie zu sorgen. Ihr Mann hat sie vor 3 Jahren verlassen. Manchmal muss sie wählen zwischen Miete bezahlen und Essen kaufen. Ich zahle die Miete immer als erstes. Denn sobald ich nicht zahle, wirft uns der Vermieter raus. Da sie kein festes Einkommen hatte, wurde die Situation mit der Zeit immer schwieriger. Ich sagte zu ihr, Mami, ich habe Hunger. Als ich Mama gesagt habe, dass ich großen Hunger habe, ging sie zu den Nachbarn und fragte nach Nudeln für mich und meinen Bruder. Bisher hatte Kai mit dem Verkauf von Gemüse und mit Wäschewaschen Geld verdient. Eines Tages konnte sie die Miete nicht zahlen und wurde aus der Wohnung geworfen. Mir taten meine Kinder so leid. Sie waren viel zu jung, um es so schwer zu haben. Als CBNs Orphans Promise von der Familie hörte, suchten sie ihnen ein neues Heim und bezahlten die Miete. Dazu gab es Lebensmittel für einige Monate. Dann bekam Kai einen Motorroller, mit dem sie jetzt als Kurier und Taxifahrer Geld verdient. Ihr Einkommen stieg um mehr als 500%. Jetzt kann sie Miete zahlen und Lebensmittel für ihre Kinder kaufen. Meine Söhne und ich waren in einer aussichtslosen Lage, doch ihr habt uns Nahrung, einen Lebensunterhalt und Freude geschenkt. Wie gut, dass Kai sich heute nicht mehr entscheiden muss zwischen Miete oder Essen für ihre Kinder. Absolut. Die Unterstützung durch CBN hat ihr Leben wirklich nachhaltig verändert. Ja, und Sie können einen Beitrag dazu leisten, liebe Zuschauer. Vielleicht möchten Sie ja solche humanitären Projekte unterstützen. Oder Sie wollen diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung.
Ja, liebe Zuschauer, das war's wieder für heute. Und wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für Ihre finanzielle Unterstützung und auch für alle Gebete, mit denen Sie hinter dieser Arbeit stehen. Denn nur dadurch wird dies alles möglich gemacht. Ja, rufen Sie gerne an, falls Sie ein Anliegen haben. Unsere Mitarbeiter bei der Gebetshotline sind jetzt noch gerne für Sie da. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Gottes Segen. ErlebTV. Spannend wird es immer dann, wenn Menschen ihr Herz öffnen. Wenn Menschen über die ganz besonderen Momente ihres Lebens berichten. Männer und Frauen erzählen, wie sie Gott erlebt haben und wie dies ihr Leben verändert hat. ErlebTV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie ErlebTV unterstützen? Dann spenden Sie. Und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. ErlebTV. Wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.